Hi, gute Wege, hier ist wieder Johnny und willkommen zu einem neuen Video einfach. Ich habe das total vergessen. Ich wollte ja mal so die Hero Talents durchgehen, die halt mit The War Within kommen sollen. Natürlich, klar, das sind die frühen Versionen, da wird noch vieles geändert. Wir wissen ja auch zum Beispiel gar nicht, wie sich die Talentbäume und Fähigkeiten so ändern werden. Also ist das immer mit Vorsicht zu genießen. Was mich natürlich interessiert, ist die Retri-Ausführung. Wir sind jetzt richtig. In dem Fall ist es Herald of the Sun, das ist nämlich Red and Holy. Und dann unten Templar, das ist Red und Prot. Einfach mal durchgehen. Hätte ich ja schon lange machen sollen, aber ich habe es total verrafft. Ich habe es mir natürlich selber schon angeguckt, so ist es nicht, aber ich habe halt überhaupt nicht mehr dran gedacht, mal viel drüber zu machen, immer so durchzugehen. Also was mich Lightsmith interessiert mich halt gar nicht, weil das ist Holy und Prot. Da sind sicher auch gute Sachen drin, aber es interessiert mich jetzt nicht. Wir gucken mal hier durch Sunspot. Wake of Ash kostet nichts. Ah, okay. Das heißt, also Wake of Ashes causes your next two holy power spending abilities to create a sunspot on your target, dealing radiant damage or healing over 8 seconds. Das heißt also, ich benutze Wake of Ashes und meine nächsten zwei holy power spender. Das können. Ah, genau, das ist die Frage, ob ich halt Divine Storm oder Final Verdict nehme. Oder ob ich Word of Glory nehme. Und dann sind an diesem Punkt sind zwei Sunspots. Ne, ein Sunspot. Und die Radiant Damage ist Strahlenschaden oder Heilung über 8 Sekunden. Also es ist ein Dot oder ein Hot. So, both specs 10% of Sunspot Damage and Healing radiates to nearby. Ah, okay. Okay, das ist auch gleichzeitig dann noch ein AOE. 10% der Schaden oder Heilung. Okay, gut, das ist wahrscheinlich nicht sehr viel. Jetzt ist die Frage natürlich, wie viel Damage machen die Sunspots oder wie viel Heilung machen die Sunspots. Aber es ist schon mal ganz nice. Es ist halt extra Heal. Jetzt ist die Frage, Wake of Ash hat 3 Sekunden. Also das kann man halt nicht so oft machen. Okay, wir gehen mal links lang. Da haben wir einen Wechsel. Morningstar, every 5 seconds, your next Sunspot Damage or Healing is increased by 5%, stacking up to 10 times. Ah, okay, gut. Das heißt 50% mehr Schaden und Heilung. Okay, das ist ähnlich wie, was mir jetzt für, wie heißt es hier? Zorn des Inquisitors. Das ist im Prinzip das gleiche dafür. Oder mal hier, da. Richtig gucken gerade. Genau. Und das andere war Gleaming Rays. While the Sun was active, your Holy Power Spender, the Damage increased Addition Damage. Okay, das ist natürlich auch nice. Jetzt ist die Frage, stackt das oder nicht? Also 10% mehr Schaden oder Heilung, sobald einer aktiv ist. Ja. Klingt beides ganz nett. Das andere ist, das zweite ist wahrscheinlich nicht schlechter, weil, ja. Ich gehe mal davon aus, mit der Heilung AE, mit dem Dot, mit dem Hot hier oder Dot wird, glaube ich, nicht so viel rumkommen. Gut, können 50% mehr dann. Ja, das kann sich hochradieren. Das andere ist halt, in der ganzen Zeit, wie lange hält so ein Ding? 8 Sekunden. Machst halt 10% mehr Damage oder Heal mit deinem, mit WOG oder Final Verdi, was haben wir hier? Ah, Eternal Flame, stimmt, das war geil. Heals an ally immediately and over an additional 20 seconds. Healing is increased by 20% when cast on self. Das gab's früher schon mal, das habe ich immer geliebt. Was nur schade war, der Hot war halt echt Müll. Der war halt einfach nur Müll. Aber er war halt da, es war nice. Aber es hat vor allem doch mehr Gehalt, ich weiß es nicht mehr genau. Luminosity, Critical Strike Chance of Holy. Ah, ne, hier. Critical Strike Chance of Hammer of Wrath and Divine Storm increased by 10%. Ja, das ist nice, weil Hammer of Wrath macht, crittet ja aktuell immer dann, wenn man skillt. Hat mehr geskillt. Also macht er einfach mal 10% mehr Damage. Divine Storm crittet nicht so oft, macht aber auch dann 10% mehr Schaden. Ist auch nett. Aber, boah, da ist natürlich das geiler eigentlich. Würde ich jetzt behaupten. Jetzt ist halt mehr Heal. Auf einem selber vor allem noch. Was haben wir hier? Illuminate. Sunspot reduced the movement speed of enemies by 50% and increased the movement speed of. Auf Ella. Oh, das ist richtig schick. Will of the Dawn. Warte mal. Illuminate. Sunspot Adjusted Damage. Oh. Das ist natürlich auch schon nice. Aber du machst automatisch einen Slow auf das Ziel, was du eigentlich angreifst. Gut, alle 30 Sekunden hat man das dann. Außer man kann Wake of Ashes irgendwie zurücksetzen. Will of the Dawn. Movement Speed Increase. Warte mal. By 5%. While above 80% health, okay. When your health is brought below 35%, your movement speed is increased by 40%. Ah, okay, gut. Hm. Will of the Dawn, boah, das finde ich jetzt, das klingt nice, aber boah.
mehr Speed alle 60 Sekunden. Als Red bist du meistens eh geslowt. Also, boah, bringt mir das eigentlich auch nichts. Weiß nicht. Da fände ich Illumina. Illumine? Ja, ist ja genau. Klingt das schon wesentlich besser, weil du hast es halt spätestens alle 30 Sekunden und du hast ja danach zwei Angriffe, die die slowen, also die den Gegner slowen. Und ja, mit, also es ist schon, finde ich da sinnvoller. Was haben wir hier? Eternal Sun. Sunspots Duration increased by 2 seconds. Ah, and Eternal Flame Duration. Oh, das heißt also, Sunspots haben dann 10 Sekunden und Eternal Flame hat dann 23 Sekunden. Das ist auch nicht schlecht. Lingering Radiance. Sunspot Leaf in Eternal Flame for 12 seconds on allies or created charge. Also, warte mal. Sunspots Leave an Eternal Flame for 12 seconds on allies or a greater judgment on enemies when they expire or are extended. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das ist natürlich richtig nice. Das greater judgment, okay. Ich finde eigentlich Eternal Flame nice. Jetzt ist die Frage, kriegt man dann auch den Heal oder nur den Hot? Kriegt man auch den Initial oder nur den Hot? Greater Judgment ist natürlich auch... ist damit der Debuff gemeint oder der Damage? Nee, Greater Judgment ist der Debuff. Und jetzt muss man gerade selber gucken. Greater Judgment war doch der Debuff. Nee, wo war da noch Greater Judgment? Hier, gell? Ah, genau, ich wollte gerade sagen, das war der Debuff. Hier. Ja, das ist jetzt auch okay. Heftig, Eternal ist... Na, vielleicht ist es erstes halt convenient, einfacher, ne? Was haben wir hier? Retribution. Sunseer. Hammer of Wrath and Divine Stone Critical Strike. Cause the target to burn for additional radiant damage. Das ist natürlich nice, weil der Hammer... Das heißt, man hat immer ein Dot durch den Hammer. Das klingt natürlich auch schick. Weiß nicht. Hier geht's halt mehr um Damage, ne? Merkst du recht? Gehen wir hier weiter. Das könnte was für mich sein. After you cast Wake of Ashes, gain Divine Purpose. Das ist natürlich eher was für mich. Ich liebe ja Divine Purpose. Es ist aber halt auch alle 30 Sekunden. Ja, ist halt die Frage, ne? Your haste increased by 4% for 12 seconds each time you apply a Sunspot. Mantle of 6 overlap. Das könnte man, hat man eigentlich Dauer, wenn man es richtig macht, sehr auf viel. Warte mal, 12 Sekunden. Ja, okay, nee, you apply Suns. Man hat die relativ, ja, ich glaube, also 24 wäre das absolute Maximum, aber man haut ja, warte mal, dass wir hier, next two holy powers, okay, create a Sunspot. Das heißt, du machst eigentlich zwei Sunspots wahrscheinlich automatisch hintereinander, dann bist du vielleicht bei 14 Sekunden oder so. Also, ja, ist relativ. Ich glaube 16 Sekunden wird wahrscheinlich das absolute Maximum sein, wenn man echt kein Damage gerade machen kann oder so. Ich denke mal, so 15 Sekunden hätte man dann gut 4% mehr. Das ist auch nicht verkehrt, ne? Ja, aber es ist jetzt. Weiß nicht. Ich glaube, das ist jetzt nicht so besonders. Second Sunrise. Hammer of Wrath and Divine Storm have 50% increase. Hammer of Wrath und Divine Storm have a 15% chance to cast again at 30% effectiveness. Also hier wird Hammer of Wrath, wird ja richtig gebufft hier. Guck mal, hier 10% mehr Schaden, mehr kritischen Schaden. Er krittet halt immer, also macht er eigentlich 10% mehr Damage. Hier ist halt, dadurch, dass er immer krittet, macht er nochmal extra Schaden, also dort für 4 Sekunden. Und hier hat er einfach auch nochmal eine 15% Chance, dass er mit 30% Effektivität nochmal prockt. Ja, also Divine Storm natürlich auch. Das ist ganz klar. Hammer of Wrath und Divine Storm hier drüben. Was ich eigentlich ganz interessant finde, was haben wir hier jetzt? Sun's Avatar. During Avenging Wrath, you became linked to your Sunspots, causing radiant damage to enemies or healing to allies that pass through the beams. That's reduced beyond 5 targets. Activating Avenging Wrath applies 4 Sunspots onto nearby allies or enemies and increases Sunspot damage and healing. Boah, das ist natürlich geil. Ey, wenn man das richtig macht, hat man 2 aktiv. Wenn man Wake of Ashes benutzt, die nächsten 2 Holy Spender Abilities machen schon mal 2 Sunspots. Dann, wenn man Wings benutzt, wenn man eine Minute Wings hat, ist das schon geil. Dann hat man eigentlich 6 Sunspots. Je nachdem, was man halt macht. So, and increases Sunspot Damage and Heal by 20%. Man kann das hier drüben ja noch mit stacken.
Ah, your next Sunspot. Okay, das ist jetzt die Frage. Wenn man hier... Ah, nee, es geht ja nicht. Aber die Frage ist hier, wenn man hier die 10 Stacks hat, sind es 50% mehr Damage und Healing. Jetzt benutzt man keine Wake of Ashes, sondern andersrum. Genau, man benutzt das hier. Dann sind ja 4 Sunspots da. Ob jetzt alle 4 davon betroffen sind oder nur der erste. Aber selbst auf jeden Fall machen... warte mal. Was Sunspots... Any increase in Sunspots Damage. Also die machen dann nochmal zusätzlich 20% mehr. Also im Idealfall macht einer halt 50% und 20% mehr. Ansonsten sind es halt 20% einfach nur für alle, wenn man das hier oben gar nicht nimmt. Ah, ist aber schon nice, so. Jetzt ist natürlich die Frage, was kommt da an Damage rüber? Also grundsätzlich gefällt mir das jetzt hier oben. Es ist natürlich so, ich hätte schon gerne das hier. Das ist schon geil. Hier drüben ist es halt wirklich nur Damage. Hier drüben ist es, ja auch, es ist Damage und Heal erhöht, Slow und so weiter. Das hätte ich natürlich auch gerne. Hier in der Mitte ist es rein eigentlich mehr, sagen wir so, mehr verschiedene Sachen. Boah, ich weiß halt echt nicht. Ich glaube, man kann sich auch nur ich weiß nicht, wie es aussieht, ob man alles hat, wahrscheinlich nicht. Man kann sich wahrscheinlich nur entscheiden zwischen gewissen, ich weiß gar nicht, wie viele Talente man hier kriegen kann. Also alle mit Sicherheit nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre abartig. Ja. Also es klingt interessant, definitiv. Ich mag das halt mit dem ganzen Heal und so weiter. Wobei hier drüben hat gar nichts damit zu tun. Es ist pur Schaden. Das ist halt beides, je nachdem, wie man es benutzt. Das natürlich verstärkt das Ganze. Hier drüben ist es nur Schaden. Wobei es, ja, ist nur Schaden. So, Tempel. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich habe es schon wieder vergessen. Fangen wir mal an. Das ist also Red und Port zusammen. Light's Guidance. The potion Wake of Ashes is replaced with Hammer of Light for 12 seconds. Wake of Ashes is replaced with Hammer of Light for 12 seconds after it is cast. Okay, das verstehe ich nicht. Das heißt, dass ich benutze Wake of Ashes und danach habe ich keinen Wake of Ashes, sondern ich habe Hammer of Light. Hammer down your enemy with the power of the light, dealing holy damage to the target. And up to 4 nearby enemies. Additionally calls down Empyrean Hammers from the sky to strike 3 nearby enemies for holy damage. Costs 5 holy power. Boah. Also das heißt, Knall, Hammer, da ist, also ich mache halt Schaden auf dem Ziel. Holy damage, dann AE Schaden. Zusätzlich calls down Empyrean Hammers from the sky. Noch und 3 weitere werden nochmal mit 3 Hämmern getroffen. Also so 3 direkte Angriffe. Kostet 5 Holy Power. Gut. Wenn das jetzt so ist, ich benutze Wake of Ashes, das sind 3 Holy Power, dann mache ich ein Blade of Justice, dann habe ich 5 Holy Power, dann kann ich das Ding ja direkt danach benutzen. So verstehe ich zumindest. Was haben wir denn hier? Gehen wir links wieder lang. Templar's Watch. Oh Gott, ey, was für Texte. Hammer of Light and Wake of Ashes deal, ja doch, beides dann. Deal 30% increased damage while striking only one enemy. This amount is reduced by 6% for each other. Ah, okay, gut. Also gegen ein Ziel mache ich 30% mehr und 6% pro weiterem Ziel. Das heißt also, wenn ich im AE bin, mache ich eigentlich, wenn ich halt 5 Ziele treffe, mache ich keinen extra Schaden. Das ist natürlich im Zerg scheiße. Das ist, denke ich, eher so wirklich ein reines Arena-Talent. Das ist, glaube ich, echt nichts, was du im BG oder so benutzt, weil sobald du im Zerg bist, sobald du mehrere Ziele hast, wenn da Pets sind oder gegen Hunter, ist es auch blöd oder gegen Lock, weil du halt eigentlich dann keinen extra Schaden machst und du würdest dann an dem Hunter oder an dem Lock würdest du zum Beispiel dann ja 30% mehr machen oder zumindest mal 24 oder so oder nur 18, aber boah, okay. From whom the bell tolls. Divine Toll grants up to 100% increased damage to your next 3 judgments when striking only one enemy. This is a monster button. Ja, okay, es kommt im Prinzip aufs Gleiche hin. Ja. Prinzipiell nice. Aber das ist echt rein Arena und ich weiß nicht. Gut, 100% mehr Damage für die nächsten 3 Judgments und striking only one enemy. Das heißt, genau, Divine Toll, das, wie heißt das nochmal hier, genau, göttliche Resonanz sind ja nochmal 3 Judgments und die würden 100% mehr Damage machen. Divine Toll macht 100% mehr Damage. Das heißt also, du hast Divine Toll und dann jedes alle 3 Judgments danach sind auch nochmal Divine Toll. Oh, das ist natürlich schon nice, aber das wird, glaube ich, so nicht durchgehen. Achso, das sind die beiden verschiedenen. Ah, nee, Quatsch, das sind jetzt. Ach, ich kann ja auswählen. Das ist beides gleiche. Aber als erste finde ich das schon nice.
Ist beides irgendwie schick? Ah, ich weiß nicht. Was? Shake of Heavens. After casting Hammer of Light, you call down an Empyrean Hammer on an enemy on a nearby target every 2 seconds for 8 seconds. Also das heißt, ja, dieser Empyrean Hammer, das heißt also, da kommen 3 runter auf verschiedene Ziele dann oder näher. On a nearby target. Ja, okay, gut. Also das heißt, es kommen dann nochmal 4 weitere. Ja, wenn du nur gegen 1 spielst, gut. Das ist die Frage. From the sky to strike 3 nearby enemies. Wenn es nur einer da ist, kriegt einer dann einen nur ab. Und der kriegt dann hier on a nearby target. Also ein Tage kriegt dann 4, aber so 5 wird es dann sein, wenn ich richtig verstehe. Empyrean Hammer. When Empyrean Hammer critical strikes, 60% of its damage is dealt to nearby enemies. Okay, ist AE. Enemies hit by this effect deal 5% less damage to you for 8 seconds. Das ist natürlich schick. Das ist extra AE-Schaden. Und wir kriegen 5% weniger. Wir kassieren 5% weniger Schaden. Ist auch nicht schlecht. Kann man mitnehmen. Was haben wir hier? Sacred Crusade. Retribution. When you cast Wake of Ashes, gain. When you cast Wake of Ashes, gain Shield of Vengeance at 10% effectiveness. Ja gut, alle 30 Sekunden 10%. Was absorbiert es denn im Moment? Wo ist mein Shield of Vengeance? Ah, hier. Ja gut, okay. Das ist ein PvP höher. Das sind, glaube ich, 500k. Es wären 50k. Wäre jetzt natürlich hier nicht so viel. Okay, gut. Da gibt es, glaube ich, bessere. Higher Calling. Retribution. Crusader, Sir, Camp of Wrath and Blade of Justice. And second duration of Shake of Hands by one. Das ist schick. Das benutzt man eigentlich die ganze Crusader Strike. Wir haben Crusading Strike. Haben wir ja, das ist. Also, während der Burst Phase ist das schon nice. Extended Duration. Was wird da gemacht? Aber welche. Hä, jetzt verstehe ich gerade nicht die Duration. Was ist das? Ah, hier, das da, ja. Ah, oh, das gibt natürlich mehr. Jetzt ist die Frage, wie viel Damage das macht. Das ist natürlich schick, natürlich. In der Burst Phase ist das nice. Beziehungsweise auch außerhalb. Da kann man schon die eine oder andere Sekunde rausholen. Man braucht, glaube ich, zwei Sekunden ist ein Extra-Tick. Das heißt, ein Melee. Ja. Wenn man es gut macht, kommen vielleicht so vier Sekunden hin. Das kriegt man bestimmt hin. In 8 Sekunden. Ja, könnte passen. Wenn man genug Haste hat, vielleicht sogar mehr. Das ist halt die Frage, was hier, was die Dinge, was diese Imperial Hammer Waffle Damage, die machen. Das wäre halt so die Frage. Was haben wir hier? Bond of Fellowship. You receive 20% less. You receive 20% less damage from Blessing of Sacrifice and each time. Its target takes damage again, 4% movement speed up to. Oh, das ist schick. Unrelenting charge, a divine seed lasts 2 seconds longer, increase your movement speed by additional 30% for the first 3 seconds. Das ist natürlich auch schick. Das ist natürlich nice. Das erste ist natürlich echt, um Mitspieler besser zu helfen und man kriegt halt mehr Tempo. Das andere ist halt auch nicht schlecht. Das kann man ja skillen 2 Sekunden. Was haben wir eigentlich jetzt? Wir haben 4 Sekunden, könntest du nochmal zwei, erst bei 8 Sekunden 2 Aufladungen und in den ersten 3 Sekunden hast du dann, was hat man nochmal? 30% mehr Speed, also 130%. Ja, weiß nicht, das erste finde ich da irgendwie besser. Was haben wir hier? Endless Wrath, Calling Down Empyrean Hammer. Calling down an Empyrean Hammer has a 10% chance to reset the cooldown of Hammer of Wrath and make it usable on any target regardless of their health. Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht. Das heißt also, wir haben ja Final Verdict, da haben wir schon eine 15% Chance. Das nochmal extra, ja. Aber man hat es halt dann nur 8 Sekunden danach. Man hat nur, nee, hat man gar nicht, gell? Hat man irgendwas hier? Ne, was man, das muss ich mal lesen. An Empyrean Hammer. Ah, das passiert ja. Ah, das passiert dann. Okay, gut. Nach Wake of Ashes. Naja, gut, okay. Aber es ist halt. Ja, weiß nicht. Ich glaube, das ist nicht so doll. Sanctification. Casting Judgment. Increase the damage of Empyrean Hammer by 10% in 10 seconds. Multiple applications may overlap. Ich glaube, das ist echt nicht so doll hier drüben. Weiß nicht. Das waren da oben, die waren irgendwie besser. War auch nur, na, weiß nicht. So. Ja, es klingt irgendwie nice. Klingt irgendwie gut, aber. Klingt vielleicht besser als es ist. Ich bin jetzt nicht so überzeugt von. Aber man kennt die ganze Mechanik nicht so.
Hammerfall. Templar Sweating and Divine Storm calls down Imperial Hammer on a nearby enemy. Ah, okay, gut. Ja. While Shake of Heaven is active, this effect calls down an additional Imperial Hammer. Oh, da fliegen aber viele Hammer, wenn man hier gerade runtergeht. Ist ja nicht so, dass man... Man muss ja immer vom aktuellen Talentstand ausgehen. Final Verdict oder... ja, das haut mir sau oft raus. Oder regelmäßig. Und wenn das... Boah, es geht ja weiter. Und hier, Crusader... da geht's aber echt runter. Was haben wir hier? Undisputed Rolling. Oh, ah hier. Hammer of Light applies Judgment to its targets and increase your haste by 15% for 6. Das ist natürlich ein nice. Hammer of Light war das hier. Das heißt also, man hat nach man Wake of Ashes, Blade of Justice, Hammer of Light und wenn man dann halt Hammer of Light macht automatisch Judgment drauf on its targets. Okay, auf, oh, das ist dann ein extra Divine. Toll, kann man schon fast sagen, wenn man mehrere hat. War das AE Damage? Ja, genau, das ist eigentlich, was ist denn das eigentlich? Ja doch, das ist auch nochmal ähnlich wie Wake of Ashes, nur dass man ein Hauptziel hat und dann nochmal extra Schaden an den anderen macht. Und dadurch hast du, wenn du dann mehrere Ziele hast, genau, dann hat man, genau, bis zu 4, dann hast du eigentlich nochmal einen Divine, toll. Halt nicht mit 100%, sondern mit 50%, mit 50, oder mit normalem Damage, nicht erhöhtem. Man hat nochmal 15% Haste, das ist natürlich auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Bin ich mal gespannt. Lights Deliverance. You gain a stack of Lights Deliverance when you call down an Imperial Hammer. Okay, gut. At 56, casting Hammer of Light empowers you for 12 seconds to cast Hammer of Light an additional time for free. Das ist halt die Frage, wie oft man so Dinger raushaut, ne? Eigentlich macht das hier dann mehr Sinn. Weiß nicht. 50 Stacks, das klingt jetzt echt nicht so toll. Also ich bin von dem Templar hier, bin ich erst halt ein bisschen enttäuscht. Ich habe ein bisschen mehr erwartet, wie Damage Reduction oder so Zeugs. Keine Ahnung. Aber mit den Hämmern, das ist von der Idee, finde ich das cool. Aber ganz ehrlich, das sagt mir der Herald of the Sun. Mir persönlich sagt er mehr zu. Hier hat man natürlich ein bisschen mehr Utility. Irgendwie, ja. Die Damage Reduction hier ist natürlich schon nice. Aber er muss halt kritisch treffen. Das heißt, es muss mehr auf Crit irgendwie sein. Das ist halt dann auch wieder blöd, weil Crit ist kein Stat für ein Red. Ich kann ja nur vom PvP reden. PvE weiß ich nicht, aber PvE geht mir, glaube ich, auf Crit viel. Ich weiß nicht. Also ich bin vom Templerbaum, wie gesagt, alles für PvP. Da bin ich überhaupt nicht so richtig überzeugt. Da fehlen mir einfach Dinge. Es sieht nice aus. Ich habe mir eher so ein bisschen erwartet, dass man halt tankier wird. So wirklich... Was, glaube ich, nur bedingt der Fall ist. Da ist man, glaube ich, hier oben irgendwie besser bedient. Aber es täuscht. Vielleicht, mir gefällt der Spielstil hier doch ein bisschen besser. Ich mag das halt, den Heiler so nebenbei zu spielen. Aber das ist halt auch so die Frage halt, ne? Was mache ich? Falsche Taste nochmal. Wirklich ein Heiler spielen kann man nicht. Aber man kann hier schön auf Damage irgendwie gehen. Weiß nicht. Also an sich finde ich es gut. Hier drüben gucke ich nicht, weil es ist halt nichts, was mich interessiert. Das bringt mir auch gar nichts, da zu gucken. Also hier, das kann halt schon, es kann beides nice sein. Hier finde ich halt den Part mit der Heilung halt sehr gut, weil du halt doch irgendwo die Passivsachen hast, die mithelfen. Heilen die auch? Ja, nee, hier ist es halt echt nur Damage. Ja, es ist nur Damage. Allerdings, hier ist natürlich wahrscheinlich der Damage-Part deutlich stärker. Beziehungsweise, wenn man hier drüben ist, das ist natürlich Single-Target-technisch. Puh, da geht es wahrscheinlich richtig ab. Muss man schauen. Aber es, wie gesagt, da kann ja noch viel sich ändern. Wir wissen auch nicht, was mit den Talenten hier ist. Also man, keine Ahnung, was hier ist, was sich mit den Fähigkeiten ändert. Und von daher muss man deren sich auch noch ein bisschen abwarten. Gut, dann habe ich das jetzt auch mal durch. Ich sage mir immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. In diesem Sinne, tschüss.